Kleine, süße Rosie. Es war einmal eine junge Dame. Nennen wir sie Jane. Jane war eine wundervolle Frau, 25 Jahre alt. Sie hatte lange, blonde Haare und grüne Augen. Ihr Gesicht war nahezu perfekt, nur ein kleiner Leberfleck war an ihrem Mundwinkel zu sehen. Sie war schlank, sportlich und braun gebrannt. Eine wahrhaft attraktive junge Frau. Durch ihre Schönheit war es nicht verwunderlich, dass sie schnell einen Mann gefunden hatte, Mark. Aber Mark war nicht der Typ, der nur auf das Aussehen achtete. Er liebte sie von ganzem Herzen und sie liebte ihn. Sie konnten sich eine Zukunft ohne den jeweils anderen nicht vorstellen. Süß, oder? Sie beschlossen, ein Kind zu bekommen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen klappte es dann auch. Jane wurde schwanger. Mark und Jane waren sehr froh und aufgeregt. Sie schwebten auf Wolke 7. Bald würden sie eine eigene, kleine Familie haben. Wer wünscht sich das nicht? Die Schwangerschaft verlief ohne Komplikationen. Janes Bauch wurde immer dicker und Mark begann das Kinderzimmer einzurichten. Er strich das Zimmer in einem wunderbaren Orange, da sie sich nicht sagen lassen wollten, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und Orange passt doch für beides, oder? Mark kaufte ein auch kleines Bettchen und eine süße Lampe, die wie ein Mond aussah. Alles war perfekt. Dann kam der Tag der Geburt. Es waren 3 Tage nach dem geplanten Geburtstermin. Mark und Jane sahen gerade ihre Lieblingssendung, als Jane plötzlich einen Schmerz im Unterleib verspürte. Mark, ich glaube, es geht los, sagte sie. Ohne etwas zu antworten sprang Mark auf, schaltete den Fernseher aus und half Jane beim Aufstehen. Die Tasche hatten die beiden Gott sei Dank schon gepackt, also konnten sie sofort mit dem Auto ins Krankenhaus fahren. So ein Glück. Dort angekommen wurde Jane gleich auf ein freies Zimmer gebracht, da auch nachdem die Wehen losgegangen sind, es noch einige Zeit dauern kann, bis die Geburt dann richtig beginnt. So war es auch bei Jane. Sie lag fast 5 Stunden lang in den Wehen. Sie schrie vor Schmerz, selbst die Schmerzmittel konnten ihr nicht viel helfen. Sie weinte und schlug um sich. Sie wollte, dass es aufhört. Die Ärzte bekamen es mit der Angst zu tun. Hoffentlich war mit dem Baby alles in Ordnung. So schlimm hatte noch nie eine Patientin die Wehen erlebt. Verschiedene Untersuchungen brachten aber kein negatives Ergebnis. Aber Mark blieb immer bei Jane und war ihr Ruhepol. Er gab ihr Kraft. Ein perfektes Paar, nicht? Dann endlich wurde Jane in den Kreissaal gebracht. Die Geburt stand kurz bevor. Alle waren bereit. Janes Schreie hallten durch den ganzen Raum. Aber sie schaffte es. Die Geburt ging schnell vonstatten. Allerdings blutete Jane sehr stark. Als das Baby da war, ein wundervolles Mädchen, wurde Jane bewusstlos. Die Ärzte reagierten sofort. Jane hatte zu viel Blut verloren. Sie wurde sofort behandelt. Allerdings musste Mark jetzt den Raum verlassen. Er weinte bitterlich, weil er nicht wusste, was mit seiner Jane passierte. Er hatte auch seine Tochter nicht gesehen, weil die Ärzte sie schnell weggebracht hatten, um sich um Jane kümmern zu können. Traurig, oder? Nach einigen Stunden des bangen Wartens ließ der Arzt Mark rufen. Sie hatten alles versucht, um Jane zu retten. Und sie hatten es geschafft. Jane hatte überlebt. Das Familienleben konnte losgehen. Einige Zeit verging. Das kleine Mädchen, das von den beiden Rosie genannt wurde, wuchs heran und gedieh prächtig. Sie war so perfekt wie ihre Mutter. Allerdings hatte sie braune Haare und braune Augen. Aber das Muttermal hatte sie ebenfalls. Ein wunderschönes Mädchen. Eines Tages, als Mark bei der Arbeit war, saß Jane mit Rosie auf dem Sofa. Das machte Jane sehr oft, eigentlich immer, wenn sie nichts zu tun hatte.
Dann konnte sie auch immer ein bisschen kontrollieren, wie Rosi sich entwickelte. Sie war schon wieder schwerer geworden. Die beiden fütterten sie sehr gut. Meine kleine, süße Rosi. Du bist so niedlich. Ich könnte dich glatt auffressen, sagte Jane liebevoll zu Rosi und küsste ihren Bauch. Das Baby kicherte und gluckste. Plötzlich schwang das Lachen zu einem lauten, gellenden Schrei um, als Jane in den Bauch ihres Kindes biss und ein großes Stück Fleisch herausriss. Amor. 20 nach 8. Er kommt wieder zu spät. Er kommt immer zu spät. Ben ist so ein Arschloch. Kein Verantwortungsbewusstsein. Und genau deswegen wird sich Lisa heute von ihm trennen. Das geht jetzt schon seit anderthalb Jahren so. Am Anfang war alles ganz toll, Ben schien der Mann ihrer Träume zu sein. Aber dann hat er sich verändert. Er wurde einfach zu einem richtigen Arschloch. Zuerst dachte Lisa, sie kann ihn noch herumbiegen, ihn verändern. Aber nachdem die rosarote Brille verpufft war, haben sie sich immer weiter auseinandergelebt. Nur Ben scheint das nicht zu sehen. Für ihn ist alles noch superduper. Naja, die große Liebe, die Amors Pfeil am Anfang bei Lisa hinterlassen hat, ist nicht mehr da. Langsam fängt sie sogar an, Ben und seine schlechten Eigenschaften zu hassen. Sie kann so einfach nicht mehr zusammen mit ihm leben. Und darum hat sie sich um 8 Uhr mit ihm verabredet. Aber das Arschloch kommt schon wieder zu spät. Endlich klingelt es an der Tür. Lisa öffnet und Ben steht vor ihr. Mit seinem schiefen "Tut mir leid" Lächeln. Hey Babe, sorry, dass ich zu spät bin, versucht er Lisa zu besänftigen. Als Entschuldigung koche ich uns gleich was Leckeres, sagt er lächelnd. Bevor Lisa auch nur eine Erwiderung anstimmen kann, hat sich Ben schon an ihr vorbei in die Wohnung geschoben. Seine Jacke wirft er dabei natürlich einfach auf den Boden. Typisch. Lisa läuft Ben hinterher, der schon zielstrebig in die Küche geht. Sie hat bereits angefangen zu kochen, war eigentlich schon fertig. Aber Ben schnappt sich das Messer und schneidet einfach noch den Rest der Wurst klein. So, schon fertig, sagt er lachend und dreht sich zu Lisa um. Diese steht mit verschränkten Armen da. Ben bemerkt den wütenden Gesichtsausdruck seiner Freundin und fragt, was ist denn los? Ben, das geht so nicht mehr weiter. Ich bin nicht mehr glücklich mit dir. Du bringst mir mehr Ärger als Freude, beginnt Lisa zu reden. Sofort verändert sich Bens Gesichtsausdruck. Du machst mit mir Schluss? Fragt er weinerlich. Das Messer in seiner Hand zittert. Sein ganze, sonst so stolze Körperhaltung wird schlaff. Ben, versteh doch. Wir haben uns auseinandergelebt. Wir beide sind so verschieden, versucht Lisa weiter zu erklären. Du machst also wirklich mit mir Schluss? Du kannst nicht mit mir Schluss machen, Ben kommt bedrohlich näher. Das Messer befindet sich immer noch fest in seiner Hand. Verängstigt weicht Lisa zurück. Ben, mach keinen Unsinn, schreit sie. Bens Gesichtsausdruck ändert sich erneut. Seine Miene spiegelt jetzt keine Trauer mehr wider, sondern Trotz. Seine Augen blitzen zornig. Was fällt dir ein, mich abzusaffieren, schreit er wütend. Habe ich nicht alles für dich getan? Ängstlich weicht Lisa weiter zurück, sie befindet sich schon fast in der Küchenecke. Viel weiter kann sie nicht mehr weglaufen. Aber Ben wird sie doch nicht wirklich verletzen? Oder? Plötzlich merkt Lisa, wie etwas an ihrem Kopf vorbeisurrt. Ben bricht getroffen zusammen, aus seinem Kopf blutet es stark auf den Küchenboden. Ben, schreit Lisa. Was ist los? Sie rennt auf ihren Ex-Freund zu und dreht ihn auf den Rücken.
Erst jetzt bemerkt sie den Pfeil, der hinter der Leiche Bens in der Wand steckt. Mach dir keine Mühe. Er ist tot, die Stimme, die das sagt, lässt Lisas Blut in den Adern gefrieren. Du hast Glück, dass du es nicht bist, spricht die Stimme weiter. Lisa hebt langsam den Kopf in die Richtung, aus der die Stimme kam. Der Anblick, der sich ihr bietet, lässt ihren Atem stocken. In der Ecke, vor der sie gerade noch gestanden hat, befindet sich ein circa 2 Meter großes Skelett. Schwarze Schwingen wachsen auf seinem Rücken. Der Kopf ist in Flammen gehüllt und wo die Augen sein sollten, befinden sich nur 2 schwarze, alles verschlingende Löcher. In seiner Hand hält die Kreatur einen gänzlich schwarzen Bogen und an seiner Hüfte baumelt ein Köcher mit einem Dutzend feuerroter Pfeile darin. Solche Pfeile, mit denen Ben gerade eben getötet wurde. Voller Angst versucht Lisa zur Tür zu rennen, der Kreatur zu entkommen, doch kurz bevor sie beim Ausgang ist, erscheint das Monster vor ihr. Du musst keine Angst vor mir haben. Du hast nichts zu befürchten. Ich hole mir nur wieder, was mir gehört. Wer oder was bist du? Fragt Lisa nervös. Ich bin Amor. Ich hole mir die Liebe zurück, die ich gegeben habe und die Ben so verschwendet hat. Du aber hast keine Liebe mehr in dir. Deine Liebe hat Ben schon durch sein Handeln gestohlen. Aber lass dir eines gesagt sein, wirst du je jemanden unglücklich machen, so wie du es warst, dann werde ich mir auch deine Liebe wieder zurückholen. Mit diesen Worten verschwindet Amor. Und mit ihm die Leiche Bens.